Square Enix. Matrix Software. Und zu dieser beschaulichen Musik begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play-Projekt. Mal sehen, ob ihr erkennt, was es ist, bevor es angezeigt wird. So, jetzt seht ihr es, ein 3D-Remake von Final Fantasy 3, das ursprünglich für glaube ich, Handheld-Konsolen rausgekommen ist. Ich habe es schon mal ein bisschen angespielt, um es zu testen. Es ist auf jeden Fall deutlich unterschiedlich zum Final Fantasy 7, was ich ja schon Let's Played habe. Aber mal sehen, wie wir hier klarkommen. Man sieht, die Grafik ist jetzt nicht so berauschend, aber trotzdem schön. Ich habe das Loch gar nicht gesehen. Wo bin ich nur hineingeraten? So, jetzt haben wir auch schon unseren ersten Charakter. Ein Waisenjunge, der bei Nina und dem ältesten Topapa im Dorf Ur aufwuchs. Seine Neugier und Abenteuerlust lassen ihn in ein Loch fallen, das sich bei dem riesigen Erdbeben auftat. Es gab also ein Erdbeben. Der Standardname ist Luneth und ich bleibe auch bei den Default-Namen. Ich finde die eigentlich ganz okay. Ich habe nachgeschaut, es wird tatsächlich Luneth und nicht Lunet ausgesprochen. Ja, vielleicht wird mir das TH aber auch zu blöd über Sephiroth, ich weiß es nicht. Wohlgemerkt, ich habe gelesen, dass ich ein bisschen von dem... Oh, ach ja, stimmt, Kampf. So, wir kämpfen direkt gegen drei Gegner, haben selbst gerade erstmal nur ein Messer und eine Weste als Schutz. Man sieht, die machen uns jetzt nicht so viel Schaden und wir hauen die mit einem Schlag um. Aber es ist auf jeden Fall komplett rundenbasiert im Gegensatz zu Final Fantasy VII, das ja noch so ein bisschen Dynamik mit drin hatte. Oh.
und ich finde irgendwie die Grafik so ein bisschen knuffig. Wohlgemerkt, unsere Gruppe wird vermutlich nachher aus den Charakteren bestehen, die da... Also ich meine, man kriegt alle vier Charaktere, die man vorher in diesem Trailer gesehen hat, oder was es war, diese Opening-Scene. Waren das Monster? Wieso habe ich bloß das Gefühl, dass es hier nicht sicher ist? So, zeig mal kurz den Charakter, Lune. Freiberuflich. Freiberufler. Wir haben zum Beispiel hier ein Messer und eine Weste. Wir haben allerdings nichts, um den Kopf oder die Arme zu schützen. Und wir haben auch nichts, das wir in die linke Hand nehmen können, beziehungsweise keine weitere Waffe. Das Messer ist natürlich nicht besonders stark. Zusätzlich können wir Magie anwenden, wenn wir denn welche haben. Haben wir noch nicht. So. Gehen wir mal weiter. Ich habe wohlgemerkt die Steuerung so gelegt, dass es ist wie beim Final Fantasy 7 Let's Play. Ah, hier haben wir jetzt ein Patron. Ein Lederschild wird ausgerüstet. Schilde sind grundsätzlich was für die linke Hand, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir können aber theoretisch auch zwei Waffen nehmen. Nur der Schild gibt halt ordentlich Zusatzrüstung. Und ich finde schön, dass das alles mit animiert ist. So. Ob ich die Charaktere nachher so... Es ist so, wir haben in diesem Spiel ein Jobklassensystem. Das heißt, wir können quasi unsere Klasse während des Spiels mehrfach ändern. Sogar beliebig oft eigentlich. Aber ich muss halt schauen, wie ich die Charaktere der Gruppe nachher ausbaue. Trouble entwickelt Potion. Potion ist ein Heiltrank. Heilt, glaube ich, 50. Die Goblins sind natürlich ein bisschen lästig. Aber keine wirkliche Bedrohung. Ich wette, ich werde nicht alle Secrets finden. Es gibt nämlich eine ganze Menge, wie ich gehört habe. Und es ist so, das Spiel soll sich ein bisschen vom Original Final Fantasy 3 unterscheiden, aber im Kern trotzdem gleich sein. So, hier, der Felsen sieht merkwürdig aus, drücke Space, um einen tieferen Einblick zu gewinnen. Das ist quasi unsere Zoom-Taste. Und jetzt sieht man, der Felsen funkelt. Wenn wir jetzt hingehen, können wir den benutzen. Also ich habe mir quasi die Leertaste als Zoom-Taste reserviert. Ich spiele das Ganze ja auf dem PC. Ist über Steam erhältlich gewesen, das habe ich mir gedacht, komm, Final Fantasy 7 hast du gespielt, warum nicht Teil 3? Truhe enthält Langschwert. So, das wird auf jeden Fall schon mal in die rechte Hand ausgerüstet. Wir könnten jetzt theoretisch noch das Messer dazu nehmen, dann geht unsere Abwehr aber gewaltig runter. Ich möchte lieber den Lederschild erstmal behalten. Also von 3 auf 1 ist schon ja, prozentual ziemlich viel. Gibt es hier noch was, was funkelt? Nö. Gehen wir weiter. Ach ja, ich werde vermutlich die Folgen immer im Wechsel jetzt mit Overlord hochladen. Ich schätze, die erste Folge, also die hier, seht ihr dann nach Overlord 2 Folge 40. Also noch eine Truhe. Tilt Potion. Wohlgemerkt, wir können auch mit der Abbruchtaste wieder rennen, wie bei Final Fantasy 7. Okay. Wie man sieht, haben wir jetzt ein längeres Schwert. Treffen aber nicht. Und wir haben ein bisschen andere Gegner. Das hier ein blaues Irrlicht und das andere ein Karbunkel. Wer sich den Namen ausgedacht hat, weiß ich nicht. Und sie halten schon mal ein bisschen mehr aus als vorher. Ich sag mal, sie würden uns aber zum Beispiel auch mehr Schaden machen, wenn wir den Schild jetzt nicht ausgerüstet hätten, sondern das Messer. So. 15 Gil erhalten, 6 EP, Berufsstufe Luna ist gestiegen. Es ist so, wir haben halt eine normale Stufe und eine Berufsstufe. Was die Berufsstufe genau bringt, weiß ich nicht so hundertprozentig. Ah, Truhen wird Antarktiswind. Antarktiswind, ich zeig mal kurz, was das ist. Das ist ein Item, das Eisschaden macht. So, jetzt geht es mal schön hier hoch, wenn man uns den lässt. So, der Karbunkel braucht nur einen Treffer, dann ist der weg. So, zum blauen Irrlicht nochmal.
Leider hält das ein bisschen mehr aus. Aber an sich nicht weiter schlimm. Ich habe nur das Gefühl, dass man in dem Spiel wahrscheinlich später ein bisschen grinden wird. Also permanent einfach rumlaufen und Gegner töten, bis man entsprechend Stufenaufstiege hatte. So Stufe und Berufsstufe gestiegen. Das heißt, Lunath ist jetzt allgemein auch ein bisschen stärker. Ich gucke immer wieder mal, ob hier irgendwas funkelt, weil dann können wir es benutzen. Oh, Truhe. Noch Potion, okay. Man lässt uns einfach nicht vorankommen. Ah, Karbunkel und was anderes diesmal. Und wie man sieht, wir sind nicht immer zuerst dran. Allerdings ist das, glaube ich, auch ein bisschen vom Zufall abhängig, wer wann in der Runde dran ist. Und wie man sieht, wir hauen bisher alles relativ souverän platt. 12 Kill, 5 EP. Truhen schält wieder Antarktiswind, das ist schön. Und hier ist jetzt eine seltsame Quelle. Eine Quelle, so seltsame Farben. Ich muss mal noch schauen, ob ich Luna einfach normal spreche oder dem irgendeine andere Stimme verpasse. Lass doch Vorschläge da. Wobei, wird ein bisschen dauern. Ich werde ein bisschen im Voraus aufnehmen, bis ich das beherzigen kann. Da vorne funkelt nichts. Okay. Ausrufezeichen heißt halt immer, wir können irgendwas verwenden. Hier ist nichts. Nö, hier ist wirklich nichts. Außer irgendwelche Gegner mal wieder. So. Blaues will ich mal schauen, ob wir das jetzt komplett mit einem Schlag umhauen können. Ich weiß es nämlich nicht. 13 reicht nicht. Egal, weiter. 16 Schaden und weg. Und wie man sieht, wir nehmen durch das Karbunkel relativ wenig Schaden, also das ist jetzt nicht weiter schlimm. Von Lunat gestiegen. Aber, wie man halt merkt, Berufsstufe, wir haben halt hier wirklich eine Klasse im Gegensatz zu Final Fantasy VII, wo die Charaktere ja eigentlich immer nur, die Charaktere waren. Wir können hier halt die Charaktere jeweils individuell gestalten, wie wir sie haben wollen. So, dann eben erst den Karbunkel umhauen. Zack! Und tot. Daneben ist ja mal klar. Lunelf. Frag mich, wie Lunelf das Ding verfehlen kann. So, 15 Kill, 6 EP. Und es geht hier durch. Okay. Wir sehen uns um. Was ist das? Eine grässliche Kreatur greift Lunath an. Gut. Wir benutzen erstmal direkt den Antarktiswind gegen die Landschildkröte. Weil das Vieh halt viel aushält. So. Weiter. Sind. Damit kriegt man das Vieh halt relativ gut platt, glaube ich. Jetzt können wir draufhauen. 13. Ja, zum Glück macht das Biest immer nur 5 Schaden, das heißt, wir halten durchaus noch ein paar Angriffe durch. Oh, und ist schon besiegt. Perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Stufe von Lunath gestiegen, Berufsstufe von Lunath gestiegen. Jetzt sag ich schon Lunath, Lunath. Ach komm, ich sag einfach Lunath, fertig. Ihr wisst, wie das richtig ausgesprochen wird, mir ist es jetzt relativ egal, muss ich zugeben. Weil irgendwann auf Dauer nervt das TA so ein bisschen. Du wurdest auserwählt. Wer ist da? Wer bist du? Krieger aus dem Land der Dunkelheit. Du wurdest auserwählt, Bringer der Hoffnung. Dieser Kristall spricht mit mir.
Die Dunkelheit droht, die Welt zu verschlingen. Wenn das Licht einmal verloren ist, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Was redest du da? Du musst sie finden, diejenigen, deren Schicksal mit deinem verbunden ist. Wenn du sie ausfindig gemacht hast, werdet ihr unser letztes Licht, unsere letzte Hoffnung erhalten. Nun geh. Was? Moment mal, das verstehe ich nicht. Ja, und da sind wir wieder an der Oberfläche. Ich bin zurück auf der Oberfläche. Ja, hab ich doch schon gesagt. Was hat die Stimme gesagt? Licht, Dunkelheit, unsere letzte Hoffnung? Was hat sie wohl damit gemeint? Ja, was sie damit gemeint hat, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Allerdings zeige ich euch kurz, was wir sind. Im Kartenbildschirm, das heißt, wir können einmal speichern. Ja, ich habe da Teil 3 schon angefangen vom privaten Durchlauf. So, Daten in Datei 1 speichern. So, da sehen wir es. Lunette, Stufe 3, freiberuflich Stufe 6. So, das nächste Stufe da. Bla, bla, bla. So, gut. Und ich hoffe, euch gefällt dann auch dieses Let's Play. Wie gesagt, es kommt dann halt, ja, immer im Wechsel mit Overlord 2. Habe ich ein bisschen Abwechslung dazwischen. Ich mag das persönlich lieber, als wenn ich die ganze Zeit immer den penetrant Bösen spielen muss. Dann habe ich hier wenigstens auch meine kleine Heldentruppe. Also, ich hoffe, ihr habt dann auch an diesem Let's Play Spaß. Ich schaue dann, wie lange ich hiervon die Folgen mache, weil die Grafik ist ja nicht so aufwendig, dass das so viel Speicherplatz fressen dürfte. Na, wir sehen mal. Also dann, wenn ihr Spaß gehabt habt, dann lasst doch einen Daumen da. Guckt auch bei der nächsten Folge wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 3. Cheerio, bis denne!